Ja, herzlich willkommen zu einer neuen Marktübersicht und Analyse. Das Market Cap liegt heute bei 445 Milliarden Dollar, die Bitcoin-Dominanz bei ungefähr 63%. In den letzten Tagen haben wir fallende Kurse gesehen, aber jetzt nachdem die Bitcoin-Futures eingeführt wurden, sehen wir wieder, dass da eine kleine Erholung stattfindet. Bitcoin war heute bis zu 20% im Plus, im Moment bei 16.700 Dollar. Auch die anderen Coins, wie zum Beispiel Litecoin, 25% im Plus, 180 Dollar beim Allzeithoch. Auch NEM stark mit plus 20% bei ungefähr 50 Cent. Also man sieht, dass hier eine Erholung stattfindet. Jetzt wird natürlich spannend zu beobachten, dass was jetzt nach der Einführung der Bitcoin Futures passiert. Meiner Meinung nach ist es immer noch sehr wahrscheinlich, dass wir die erste große Korrektur sehen können. Wann das jetzt geschieht und wie weit es runter dann geht, bleibt natürlich spannend zu beobachten. Wenn man uns jetzt mal hier die Charts anguckt, fangen wir mal mit Bitcoin an, dann sehen wir, wir hatten hier, wie erwähnt, letzten 3 Tage einen kleinen Abwärtstrend, der wurde jetzt gebrochen, nachdem die Bitcoin Futures eingeführt wurden. Allerdings konnte jetzt hier das Allzeithoch von 16.600 nicht gebrochen werden. Wenn der gebrochen wird, dann kann ich mir schon vorstellen, dass wir da wieder 1000 Dollar schnell hochgehen können. Gefährlich wird es halt nur, wenn hier die Unterstützung bei ungefähr 13.000 durchbrochen wird. Dann kann ich mir halt vorstellen, dass es dann, das wäre so das erste Anzeichen für die erste große Korrektur. Also die 13.000 Dollar sollten nicht durchbrochen werden. Falls ja, dann kann man mal hier, wenn man auf den Ein-Tages-Chart geht, mal schauen, wie weit es dann runtergehen könnte. Meiner Meinung nach könnte es dann halt hier vielleicht sogar bis 8.000 hier runtergehen. Das war so die letzte, wenn man auf den Tageschart guckt, der letzte Bereich, wo es sich ein bisschen beruhigt hatte bei 8.000 Dollar. Bis dahin könnte es vielleicht gehen, aber natürlich, wenn das Allzeithoch jetzt hier gebrochen wird, dann gehen wir wieder in den 4 Stunden Chart rein, dann kann ich mir halt vorstellen, dass entweder geht es dann halt jetzt hier so hoch, wenn er es halt durchbricht, oder wir gehen halt hier runter. Abzuwarten natürlich, ob dann diese Unterstützung hier durchbrochen wird. Falls nicht, dann ist es natürlich sehr gut, aber dieses Tief sollte halt nicht durchbrochen werden. Bleibt auf jeden Fall spannend zu beobachten. Die Liquidität erhöht sich jetzt natürlich durch die Bitcoin Futures. Da können jetzt natürlich größere Fische im Becken eine Menge Geld drauf wetten, ob es halt hoch oder runter geht. Aber durch diese Liquidität kann ich mir vorstellen, dass die Volatilität halt ein bisschen runter geht, dass der Kurs nicht so stark in der Zukunft schwanken wird, wie es jetzt im Moment der Fall ist. Auf jeden Fall spannend zu beobachten. Bei Ethereum ist es ein bisschen ruhiger. Da haben wir einen kleinen Bereich, wo der sich gerade hin und her bewegt. Das sehen wir jetzt hier. Allzeithoch waren wir einmal bei 535 Dollar. Und dann sieht man hier im 4-Stunden-Chart, dass hier ungefähr immer wieder abprallt und wieder runtergeht, ungefähr bei 500 Dollar. Da will er nicht wirklich drüber mehr. Aber auch hier nach unten sieht es mal eigentlich ganz gut aus, dass wenn er nach unten geht, dass er auch wieder schnell nach oben geht. Wenn man hier in den Ein-Tages-Chart mal reingeht, und das ein bisschen langfristiger sich mal anschaut, dann sehen wir hier, dass das Gute ist, dass es hier wieder die gleitenden Durchschnitte alle wieder unterhalb des Kurses im Moment sind. Die sollten am besten halt nicht durchbrochen werden. Bleibt auf jeden Fall abzuwarten. Im Moment natürlich kein Kaufsignal hier bei Ethereum. Aber falls das Allzeithoch hier gebrochen wird, dann kann man natürlich mal das als Kaufsignal werten. Dann schauen wir uns mal Litecoin an. Der ist auf einem Allzeithoch, wie ich gerade schon erwähnt hatte. So, der ist hier auf einem schönen Allzeithoch. Hier im Tageschart sieht man das sehr schön. Der ist hier einmal komplett hochgeschossen. Der war ungefähr bei 100 Dollar. War vorher das 90 Dollar war vorher das Allzeithoch. Das hat er ganz schnell durchbrochen. Im Moment bei 180 Dollar, das sieht eigentlich sehr gut aus. Wäre natürlich gut, wenn hier der gleitende Durchschnitt ein bisschen mit einholt. Es ist immer so, je weiter weg
der Kurs vom gleitenden Durchschnitt ist. Das kann man sich wie ein Gummiband vorstellen. Je weiter das entfernt ist, desto wahrscheinlicher ist es auch, dass hier, wenn man das hier mal näher anschaut, also hier dieser gleitende Durchschnitt, ja, ein bisschen daneben gezeichnet, der blau gleitende Durchschnitt, der 10er exponentielle gleitende Durchschnitt ist sehr weit entfernt. Und je weiter das entfernt ist, kann man sich wie ein Gummiband vorstellen, desto stärker ist die Kraft, dass der Kurs sich halt in die Nähe des gleitenden Durchschnitts bewegt. Also vielleicht können sie zum Moment auch sehr gut aus. Ja, IOTA können wir uns nochmal anschauen kurz. IOTA, genau, da gehen wir mal ein bisschen im 4-Stunden-Chart rein, da sieht man es ein bisschen besser. Haben wir einen kleinen Abwärtstrend, allerdings das Tief ist nicht weiter unten als das vorherige Tief. Das ist eigentlich ein gutes Zeichen, dass wir da jetzt nicht im wirklichen Abwärtstrend haben. Wäre gut, wenn er diesen Trend hier durchbrechen könnte. Im Moment ist er halt genau zwischen der 10er, zwischen dem 10er und dem 30er exponentiellen gleitenden Durchschnitt. Wenn er den 10er wieder durchbricht, wäre das ein positives Zeichen. In dem Fall wird er auch halt diesen Abwärtstrend durchbrechen und vielleicht kann man da auch dann wieder neue Allzeithochs sehen. Andersrum natürlich, wenn es halt hier unter diesen 30er gleitenden Durchschnitt geht und hier diese Tiefs durchbrochen werden, kann es halt auch wieder nach unten gehen. Weil auch IOTA viel Hype in den letzten Tagen und in der letzten Woche erfahren hat, ist auch hier Gefahr groß, dass eine größere Korrektur natürlich kommen kann. Es ist immer wie immer so, wenn Leute investieren, die durch Hype investieren, die verkaufen auch ihre Coins natürlich schneller, weil sie schwitzige Hände kriegen und nicht wirklich in die Technologie investieren. Ja, wenn ihr Wünsche habt, welche Coins ich analysieren soll im nächsten Video, könnt ihr mir das gerne in die Videos schreiben. Bis zum nächsten Video.